Willkommen auf der Wartliste. In diesem Video besprechen wir denn die besten Campinggasgrills im Test. Ich habe diese Liste basierend auf meiner persönlichen Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Für weitere Infos und aktuelle Preise der von uns erwähnten Produkte, sieh dir am besten die Links in der Beschreibung unter dem Video an. Machen wir also gar nicht lange rum und legen los mit der Liste. Auf Platz haben wir der Enders registriertes Warenzeichen Gasgrill Urban. Der Enders Camping Gasgrill ist ein gut verarbeiteter Tischgrill, der durch seine hervorragende Ausstattung und Funktionalität glänzt. Er hat ein Gehäuse aus Aluminiumguss, einen Grillrist aus Gusseisen, Stauraum, einen Deckel mit Thermometer und zwei bewegliche Edelstahlbrenner mit einer Gesamtleistung von 4,4 Kilowatt. Außerdem verfügt er über ein Thermometer. Obwohl er nicht so klein und leicht ist wie manch anderer Campinggrill, ist dieser Grill außergewöhnlich robust und langlebig. Im Lieferempfang ist bereits ein Druckminderer für Gasflaschen enthalten, er kann aber bei Bedarf auch mit einer Kartusche verwendet werden. Ein entsprechender Druckminderer für die Kartuschen muss dann separat erworben werden. Insgesamt ist der Preis recht günstig, so dass das Preis-Leistungs-Verhältnis hervorragend ist. Allerdings muss man die erschwerte Reinigung in Kauf nehmen. Um zu Nummer 4 haben wir der Kadak Gasgrill Safari. Weil er gut verarbeitet und damit recht langlebig ist, konnte der Kadak Camping Gasgrill im Test ebenfalls überzeugen. Er eignet sich für Wandanschlüsse oder Gasanschlüsse in Wohnwagen und Wohnmobilen, da er für 30 oder 50 Mbar Gasanschlüsse erhältlich ist. Für die Verwendung mit einer Gasflasche wird ein Gasdruckminderer benötigt, der nicht im Lieferempfang enthalten ist. Mit klappbaren Beinen, einem Topständer aus verchromtem Stahl und einem Grillrist mit 28 cm Durchmesser sowie einem 1,8 kW Edelstahlbrenner ist das Gerät für zwei Personen mehr als ausreichend. Eine Transporttasche wird mitgeliefert und der Deckel kann auch als Pfanne verwendet werden. Die Flamme ist einfach zu kontrollieren, die Piezozündung ist zuverlässig und die Reinigung ist einfach. Der Preis ist allerdings etwas überhöht und die ungleichmäßige Hitzeverteilung des Rosts ist gewöhnungsbedürftig. Auf Platz 3 haben wir der Bonhard tragbare Zweiter. Auch im Test konnte der Bonhard Grill in allen Belangen überzeugen. Er leistet erstaunliche 3,5 Kilowatt und ist sehr hochwertig verarbeitet, was ihn robust und langlebig macht. Insgesamt gehört er zwar nicht zu den kompaktesten Varianten und liegt mit Abmessungen von 65x6 und 40x39 cm und einem Gewicht von rund 12 Kilogramm auf einem etwas höheren Preisniveau, aber das Gesamtpaket ist angemessen. Der 47x36 cm große Grillrest bietet Platz für 3 bis 4 Personen und hat eine Gesamtleistung von 3,5 Kilowatt der beiden Brenner. Die Gusseisenkonstruktion macht den Rost weniger anfällig für Beschädigungen, aber er ist weniger leicht zu reinigen als glatte Edelstahl oder emaillierte Roste. Er verfügt über eine emaillierte Fettfangschale, zwei praktische Tragegriffe, eine wetterfeste Abdeckung und einen passenden 50 Mbar Druckminderer. Der Lieferumfang ist hervorragend. Da jeder Brenner unabhängig gesteuert werden kann, ist auch der Bedienkomfort sehr hoch. Um zu Nummer 2 haben wir der Weber Q1000 Gasgrill. Der Weber Gasgrill glänzt mit hervorragender Verarbeitung und erstklassiger Hardware. Da der Deckel und Grill und das Gehäuse komplett aus robustem Aluminiumguss bestehen, ist eine lange Lebensdauer garantiert. Der zweiteilige, emaillierte Grillrist aus Gussporzellan verfügt über eine integrierte Aromaschine. Für zusätzliche Stabilität sorgt der Nylonrahmen und der gesamte Grill ist wasserdicht. Der Spülmaschine geeignete Rost und die herausnehmbare Fettfangschale machen die Reinigung zum Kinderspiel. Die Temperaturverteilung ist hervorragend und das Brennerventil kann ständig gewechselt werden. Sie können das Modell aber natürlich auch mit einer Gasflasche betreiben, wenn Sie einen passenden Umrüstsatz für Gasflaschen kaufen. Für den Betrieb mit einer kleinen Gaskartusche gibt es einen Haltekorb. Die Grillfläche ist groß genug für bis zu 3 Personen und der Edelstahlbrenner bietet eine sehr respektable Leistung von 2,49 Kilowatt. Und schließlich Nummer 1 auf unserer Liste haben wir der Campinggas Party Grill. Der größte Campinggasgrill war der extrem kleine Grill von Campinggas. Er wird mit Kartuschen betrieben,
wiegt weniger als 3 Kilo und misst im aufgebauten Zustand nur 32,5 x 32,5 x 28,5 cm. Da ein Topf auf die Flamme gesetzt werden kann, lässt er sich auch als Campingkocher verwenden. Mit der integrierten Kontaktgrillplatte und dem antihaftbeschichteten Grillrest, die im Lieferempfang enthalten sind, kann man anschließend grillen. Das Modell hat eine Leistung von 1350 Watt und kann bei Verwendung der passenden Gaskartuschen, die in mehr als 50 Ländern angeboten werden, etwa 4,5 Stunden durchgehend laufen. Das Fett wird in einem integrierten Wasserbehälter aufgefangen und der Transport des Geräts wird dadurch erleichtert, dass alle notwendigen Komponenten im Inneren des Geräts verstaut werden können. Die Reinigung der Grillplatte ist ganz einfach, da sie spülmaschinenfest ist. Der kompakte Partygrill hat ein sehr günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis, da sich die Kosten in einem vernünftigen Rahmen bewegen. Leider müssen Sie die Kartuschen verwenden, um das Modell zu betreiben, eine Gasflasche ist nicht möglich. Wie immer, die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.